sozial verträglichen Weg einzuschlagen. Ich selber werde von den deutschen Behörden etc. nur in Ruhe gelassen, weil ich ein Regierungsmitglied der türkischen Republik im Hinterhalt habe. Jeder von euch würde tyrannisiert werden in meiner Position. Es ist katastrophal. Es ist nicht nur Medizin, Medikamente, sondern 1971 ein Beispiel für die Geschichte, wie damit umgegangen wird. Es haben Millionen von Menschen sich vom grünen Staat zum grauen Staat entwickelt, weil massenweise in einem Land Gras zerstört wurde aufgrund der Kriminalisierung. Und diese Leute sehen das aus.